Ubisoft. Ja, liebe Leute, ihr seht's. Ich dachte mir, ich mach mal wieder was Neues auf meinem Kanal und damit herzlich willkommen zu Assassin's Creed Syndicate. London, industrielle Revolution. So ist es richtig. Schwieriges Wort, aber das ist der Zeitpunkt, das ist der Spielort und das ist die Spielzeit. Und ja, ich bin gespannt, wie es wird. Ich habe es bisher noch nicht wirklich viel davon mitbekommen und habe auch nicht viel davon gesehen. Und ich glaube, das macht das so ein bisschen den Reiz aus. Ja, ich würde sagen, starten wir mal rein. So, natürlich spiele ich das ganze Ding auf Deutsch. Das ist ja mehr als klar. Die Geschichte ist ihr Spielplatz. Abstergo. Hallo Novize. Moin. Vor kurzem begann die Forschungsabteilung von Abstergo einige neue Projekte in London. Wir wissen beide, wenn Abstergo aktiv wird, dann haben die Templer etwas vor. Wir glauben, dass sie einem neuen Edensplitter auf der Spur sind. Ich habe Leute in London darauf angesetzt. Bishop, Jacob und Evie Fry sind Zwillinge. Wie geil ist das denn? No. Apropos, mach die Kameras fertig, Bex. Ich habe ein Bild. Wann schickst du die Daten? Sind unterwegs. Das ist eine Menge. Ich werde sofort die Novizen drauf ansetzen. Du siehst komisch aus mit einer Waffe. Noch eine kleine Wanze anbringen und dann mal sehen, was sie uns zeigt. Ich hab was. Isabelle Ardon hat hier eine Verabredung mit irgendwem. Da steht nicht wer. Da steht nicht mit wem, Rebecca. Aber es ist wohl Bishops Job, das rauszufinden. Moment, euer Auftrag lautet, findet Infos zu einem Edensplitter in London. Haben wir. Und jetzt würde ich gern das neue Spielzeug probieren. Es gefällt mir nicht, wenn die beiden vom Plan abweichen. Nun ja, wir können nur tief durchatmen und weitermachen. Du suchst nach dem Edensplitter in den Erinnerungen von Jacob und Evie Fry, Assassinenzwillinge aus dem viktorianischen London. Der erste Satz Erinnerungen wurde heruntergeladen. Viel Glück. Bruder George, es kam wie befürchtet. London ist gefallen. Dreimal schrieb ich dir und bat um Hilfe. Dreimal hast du geantwortet mit Schweigen. Und doch schreibe ich dir erneut, so verzweifelt bin ich. So wenige Auswege sehe ich. Ich brauche dich. London braucht dich. Du würdest sagen, die Aufgabe ist zu schwierig. Oder dass es nicht der richtige Zeitpunkt ist. Zu Geduld würdest du mir raten. Doch während du wartest, festigen die Templer ihre Macht. Sie haben einen neuen Großmeister gewählt. So skrupellos, so gründlich, dass man meinen könnte, Reginald Birch selbst sei zurückgekehrt. Sein Name ist Crawford Starrick. Und er will die ganze Welt beherrschen. Es gibt keinen Bereich der Gesellschaft, den er nicht kontrolliert. Keine Industrie kann sich seinem Einfluss entziehen. Bei Tage sind es gewissenlose Händler und korrupte Politiker, die bei ihm Hof halten. Und des Nachts verbreitet eine berüchtigte Straßengang namens The Blighters Angst und Schrecken in den Herzen der Bevölkerung. Es gibt kein Geschäft, das er nicht vergiftet, keine Person, die er nicht missbraucht hätte, sei es durch falsches Spiel oder rohe Gewalt. Und zusätzlich hat unser Feind es auch noch auf das höchste aller Ämter abgesehen. Und während du dich nach innen wendest, darf ich wagen, es zu behaupten, aus Angst wendet sich Crawford Starricks Ehrgeiz neuen Ufern zu. Zu Ländern und Kontinenten, die bislang unbesiegt waren. Nicht mehr lange, denn er weiß, wie ich es dir sagte, wieder und wieder und wieder, wer auch immer London beherrscht,
beherrscht die Welt. Okay. Sehr interessante kleine Einleitung, muss ich sagen. Na gut. Wie gesagt, ich sehe das erste Mal Fetzen von diesem Spiel. Assassin's Creed ist doch nicht so das Ding, was ich am liebsten spiele oder was ich überhaupt groß spiele, aber man kann es ja mal versuchen, ne? Na gut, Ferris Ironworks, Croydon 1886, wenn ich die Zahl noch gesehen im Kopf habe oder gesehen habe. Hier wird das Eisen verladen. Der Templer, der hier das Sagen hat, ist Rupert Ferris, unser erstes Ziel. Okay. Nummer zwei ist Sir David Brewster, der in den Besitz einer Sache kam, die uns in diesem Krieg ruinieren könnte. Denkt ihr beide, ihr schafft das? Was für eine Frage. Oh, richtig. Mein Fehler. Meine Damen und Herren, die unaufhaltsamen Fry-Zwillinge. Erleben Sie sie allabendlich im Covent Garden. George, ernsthaft, ich habe mir die Laborpläne angesehen und kenne jeden Weg. Und ich habe alles, was ich brauche, hier bei mir. Ich richte Ferris deine Grüße aus. Später, George, wir müssen den Zug erwischen. Jacob! Evie! Möge das Credo euch leiten, ihr Galgenstöcke. Armer Kerl, noch ängstlicher als sonst. Die Zeit war nicht gnädig zu ihm. Evie Fry, woher hast du das nur? Vom selben Ort wie du, Jacob. Viel Spaß. Stirb nicht. So. Dauert das noch lange oder geht's hier bald weiter? Der industrielle Robert Ferris. Schnappt ihm das Maul und repariert die Maschine. Und bringt mir Laudanum für meinen Kopf. Nur ein wenig Geduld. Bald wirst du nicht mehr viel von dem Kopf spüren. Naja, mal gucken, wie weit wir überhaupt kommen. Was überhaupt unsere nächsten Aufgaben sind. So. Rupert Ferris aufspüren und erreichen. Das ist halt die große Frage. Ich glaube, mittendurch wird es wahrscheinlich schwierig werden. Das ist klar. Da gehe ich mal sicher davon aus, dass wir... Moin. Am besten so unauffällig wie möglich. Ich... Oh, depp. Oh, Entschuldigung, mein Freund. Ich meine, bisher sagen sie uns... ich muss mal gerade mich ein bisschen orientieren. Ah, hier, okay. Nee, alles gut. Das ist das, was ich... Ich muss mich ein bisschen in die Steuerung reinfuchsen hier noch. Und da die Arbeiter bisher noch nicht wirklich sagen, was sie wollen, was sie... Oh, tschüss. Moin. Abgeschlossen. Natürlich. Was glaubst du, was du da machst? Nicht. Okay. Ja, dann haben wir doch mal ein Problem, ne? Ich halte die Maschinen an, die Tür öffnet sich und ich habe einen Weg zu Ferris. Die Maschine sabotieren. Oder? Und? Kriegst du den hin? Jawohl. Und? Gut. So. Da, sorry Leute, ich muss das ganze Ding hier mal stoppen. Da fliegt mir eine Idee zu. Okay, das heißt, wir müssen da hoch. Moment, ich muss hier gerade gucken. Ja, das können wir hin, komm. Ah, scheiße. Okay, das war... Okay, dann müssen wir einen anderen Weg da hochfinden.
Warte mal, ich orientiere mich gerade. Ich kann da gar nicht hochklettern, okay? Ach, Parcours nach oben. Okay. Mit, R2X. Sorry, liebe Leute. Ich muss mal ab und an mal ein bisschen gucken. Komme ich über das Rad da hoch? Nee, ne? Scheiße. Okay, warte mal. Hier kann ich bestimmt hoch, oder nicht? Warte mal. Ich muss nur gerade irgendwie kurz gucken, wo ich mich hin... wo ich hin muss. Muss ich ja eine Möglichkeit finden. Komme ich darüber? Ja, okay. Das war natürlich alles anders gut. Aber versuchen wir mal. Warte mal, ich komme da hoch, ne? Ja. Genau, dann kann ich hier über die... über den Holzbalken rüber und die nächste Maschine mal sabotieren. Okay. So, was haben wir jetzt? Kommt der Typ jetzt oder was? Oder haben wir sich... Nee, es gibt die nächste Maschine als Aufgabe. Die ist aber hier direkt hier vorne. Das heißt, da kommen wir relativ easy ran. So. Gut. Ich gehe davon aus, dass wir noch eine Maschine kriegen. Das heißt, hier würde mir... ja, genau. Da läuft... nee, doch nicht. Ich dachte, es sind nur zwei. Was soll denn das? Wer ist dafür verantwortlich? Nicht wir? Wer bist du? Der Hygienebeauftragte. Moin, Feierabend. Dieser Mann ist tot. Du bist der tote Mann. Hau ab nach Hause, Junge. Gleich wirst du uns weitergewinnen. Der ist natürlich not amused dafür. Konterballangriff! Scheiße. So. Den Kollegen haben wir auch geholt. Und gute Nacht, mein Freund. So, die Frage ist, wer kommt da noch jetzt? Keiner. Okay, das war schon alles. Nee, nee, euch lasse ich in Ruhe. Ihr greift mich auch nicht an. Wenn die hätten doch überlebt, wenn sie mich nicht angegriffen hätten. So, okay. Da, Tür auf und raus in die Freiheit. Und wer ist der Heini? Ach, das ist ja gar nicht der Typ doch nicht gewesen. Ich muss noch etwas weiter nach oben. So, halten Sie R2 und X, um zu klettern. Oh, wieder runter. Das Gute ist, dass du bei Assassin's Creed eigentlich so gut wie überall hochkommst. Aber ich liebe solche Spiele eigentlich tatsächlich, weil Uncharted habe ich auch durchgespielt, zum Beispiel relativ gut durchgespielt. So, jetzt muss ich jetzt gucken, dass ich von den Kran da oben komme, okay? Jawohl. Okay. Komme ich da jetzt runter? Oder... jawohl. Okay, perfekt. So, wir müssen die Spitze hier erreichen. Und für ein Parcourslauf nach unten. 2L und Parcours nach unten, warum? Wo muss ich denn da hin? 2L und... so, wo muss ich denn da hin? Okay, totale Entdeckung. Gegner, die Sie sehen können, schöpfen Verdacht. Klar, das war der eine, der uns jetzt vor der Nase stand. Wenn Sie in Ihrem Blickfeld bleiben, werden Sie aggressiv und greifen an. Das war normal. Gehen Sie in Entdeckung, um Gegner anzuschütteln. Sie werden Ihre letzte bekannte Person... das ist der letzte Fehler, den ich... das ist da. Meinst du den hier? Warte mal. Ich guck mir das mal an. Ich nehme den mal mit, den Typen.
So, Rupert Ferris aufspielen und eliminieren. Ich dachte, den hätten wir jetzt gehabt schon, aber das war nicht der Typ. Das war wohl irgendwie anders. Aber egal, tot ist tot. Ach, cool. Wird sich gut. Ich nehme mal den hier Typen aus. Sorry, habt ihr nichts gesehen. Ist in Ordnung. So, irgendwer hat jetzt mich da gesehen, aber das ist für mich... Komm, wir lassen einfach mal stehen. Lass mal den einfach mal in Ruhe. Komm. Sorry, junge Dame. So, einmal plündern. So, ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich wieder ein Messer habe. Ich habe doch zwei Messer. Wie gesagt, solange du mich einfach... Oh Gott, vielleicht das... solange du mich einfach mal in Ruhe lässt, ist das vollkommen okay. Aber ich warte mal, wenn wir jetzt einfach auf die Tür gehen, dass wir nicht... Ich orientiere mich nur gerade ein bisschen. Ja, ich gehe davon aus, dass wir nicht unentdeckt da reinkommen. Okay, klar. So. Kannst du den, ne? So. Sag mal, Freund, der ist jetzt aber auch mal Feierabend hier. So. Ja, auch den mal mit auseinander hier, den Kollegen. So. Irgendwas sieht mich gerade und ich sehe dich vorher. Ne, sieht mich nicht. Ach, da ist ein Zäuner. Na, ging 2, okay. Minimum 2. Na komm, die kriegen wir schon beide down. Easy peasy. Gute Nacht, mein Freund. Ich nehme mal kurz die Jungs aus dem... Oh, so cool. Cool, der hat ein Messer gehabt. Der hat ein Messer gehabt, der Junge. Der auch? Ne, der hat nicht. Schade. Aber okay, erreichen. Fast. Okay, hier muss irgendwo was... Ja, okay, ich muss hier das Ding aufdrehen. Dann probieren wir es doch mal aus. So, Tutorial schleichen. Gut, mit X gedrückt halten. Wenn sie X schleichen, sind sie schwerer zu entdecken. Und sie können sich vor allem nicht schneller bewegen. Der Schleichring zeigt Gegner über und unter ihnen. Ach, das war das eben, was wir eben da gezeigt haben. Ah, da waren Gegner halt quasi dann über mir. Halten sie hinter einer Deckung gedrückt und ziehen, drücken sie R2, um dann Messer zu werfen. Okay, der ist quasi ein Feind. Was war das? Na gut, das war klar. So, du bist schon mal down, mein Freund. Ah, kein... Es ist natürlich klar, dass ein paar Leute hier uns jetzt wieder ein bisschen verdächtig denken, aber... Irgendwo muss ein Gegner sein. Die Frage ist, wo? Aber klar, wir sind absolut in der Gegnerzone hier drin. Da ist noch einer. Da oben steht einer. Den habe ich jetzt gerade gesehen. Und vor allem... Oh, die stehen noch welche. Nichts. Nichts mache ich hier. Da oben ist noch einer. Den hole ich mir noch da oben runter. Komm.
Gute Nacht. Nee, ich habe noch nichts gemacht hier. Ich bin total lieb und harmlos. So, hier sind wir. Dem würde ich fast zutrauen, dass er... Ist das ein Feind? Moin. Ach, da hinten in dem Büro sitzt er. Ist das der Typ, der da... Nee, ist das nicht der Typ, der da raussieht. Okay. Das ist ein normaler Mitarbeiter gewesen. Ich lasse sie einfach in Ruhe. Ich dachte, sie sollte nicht zu viele... Das sind auch keine Feinde hier, ne? Ah, wo muss ich denn da hin? Wo ist er denn? Ach, ich muss da hinten hin. Oh Gott. Warte. Das fällt ja auch überhaupt nicht auf, dass ich hier rumkletter und so. Ne, jetzt... Ach, hier ist der nächste Checkpoint. Okay. Ich gehe auch davon aus, dass, der definitiv nicht alleine sein. Weil der wird wahrscheinlich... Okay. So. Da in seinem komischen Büro ist der. Ja gut, haben wir uns ja gesagt, in der Gießerei sitzt der Typ. Da ist er. Mr. Ferris, der Knabe aus der Fabrik sollte vom Apotheker verbunden werden. Gut, aber kürzt ihm den Lohn. Yes, Sir. Muss es jetzt erstmal so gehen. Es wird Zeit für die Endabrechnung, Mr. Ferris. So, okay, weiter geht's. So, unser Ziel ist es, den Typen da jetzt auszuschalten. Ja, ich weiß auch nichts, ja. Oh, da. Ach ja, Klitter. Oh, da. Komm mal her, mein Freund. So, mein Freund, jetzt drücken wir nochmal. Gott mit dir, mein Freund. Puh, Glück gehabt. So, bisschen Energie wiederherstellen. Und. Kann ich denn jetzt nicht irgendwie. Aha, kann ich schon. Aber ist gerade eher. Uninteressant für den, okay. So, wir müssen gucken, dass wir den Typen da noch kriegen. Mal gucken.
Aber gefühlt sind hier gerade nicht noch mehr Feinde. Ja, ich habe ein bisschen rumgespackt, mein WLAN läuft momentan nicht so wirklich, also mein Internet und ja, ist gerade ein bisschen doof. Aber irgendwie geht es gerade mit dem Offen trotzdem. Uiuiui, da sind drei Mann! So, gerade mal ein bisschen regenerieren. Natürlich sind die die Jungs not so amused. Ah, gibt's schon auf den Sack. So. Nein, nein, ich will euch gar nicht tun. Ich will da irgendwie nur mal durch gerade. Dankeschön. Die Frage ist, wie komme ich da rüber zu dem? So, den hat's auf jeden Fall geplündert. So. Ach, da hinten steht der. Da sind noch drei Feinde im Minimum. Wenn fertig werden, würde ich wahrscheinlich mit denen. Ne, vier sind noch da unten. Läuft noch irgendwo was rumgefühlt. Oder läuft da? Ne, da läuft noch was rum. Von hier oben, ne? Ja, warte mal. Ja, den kriege ich noch, wunderbar. Habe ich den jetzt schon wieder gesehen? Ach, der da! So. Wenn jetzt einzeln kommt, dann ist das natürlich super, weil das spielt mir ein bisschen gerade in die Karten, Jungs. So, sehr gut. Weg damit. Nächste, komm. Ich weiß, dass der Eingang oben ist. Krieg ich die da hoch? Das interessiert die gerade gar nicht, ne? Aufgepasst, wir haben einen Eindringling. So, dann habe ich jetzt sie fast alle weg. So, der ist tot. Nee, warte mal. Nehmen wir den mal wieder runter, mein Freund. Ich brauche den nämlich gerade nicht. Nehmen wir mal deine Cola an dich. So, Wurfmesser, wunderbar. So, der eine noch, ne? Lassen Sie mich wissen, wenn ich sonst noch irgendwas tun kann. Ah, die Frage ist, warte mal, der Eingang ist offiziell da oben. Okay. So.
Die Frage ist, wo steht der Junge? Warte mal, krieg ich den da? Komm ich gar nicht runter, oder was? Ah, hier. Tot. Und erledigt. Das ist erledigt. Oh. Und was hast du erreicht, Bursche? Ein loses Rad in Starricks Getriebe. Ein großes zwar. Doch das reicht nicht. Euer Großmeister wird fallen. Ihr Assassinen könnt um London kreisen, so viel ihr wollt. Der Apparat, den wir erbauten, hält euch schon seit 100 Jahren stand. Und hält noch 1000 weitere. Er ist die gesamte Stadt an sich. Wir werden euch London entreißen. Von Croydon aus? Du versteckst dich im Schatten, wie ein Feigling. Ich bezweifle es. So, da haben wir das auch erledigt. Die Jungs sind tot. Nee, nee, dich lasse ich auch vollkommen in Ruhe. Ich nehme mal hier den Dicken mit. Den brauchen wir ja, brauchen wir nicht mehr. Komm mal mit. Ich, bei Mafia habe ich das auch immer sehr gerne gemacht, die Jungs da weg zu sneaken. Der arbeitet weiter, den interessiert das gerade gar nicht. Sperrgebiet verlassen. Ich nehme mal hier. Ich nehme mal den Jungen hier mit. Ich würde den hier am liebsten nur reinwerfen. Ich meine, Mafia habe ich immer gerne ins Wasser geworfen, weil da meistens Krokodile waren. Da haben die zumindest was zu essen bekommen, aber hier. Wow. Ich würde den ja irgendwie gerne in die Dings werfen, das flüssige Metall oder so. Dass hier mal wirklich immer ein Feierabend ist. Der Assassine, tötet ihn! Der Assassine! Ach, scheiße, ich muss den Zug besteigen. Okay. Das hätte ich nicht gewusst. Ich dachte mir schon, die Dicken hier mit und spannend, aber das leider nicht. Gut, dann müssen wir nochmal uns. Da müssen wir nochmal dran begeben. Ich glaube, ich hoffe, dass ich jetzt nicht den Checkpoint habe, den nochmal zu töten. Weil dann haue ich mich direkt ab. Okay. An Bord des Zuges kommen. Ich weiß gar nicht, wie ich laufen kann. Der Assassine tötet ihn! Er kommt wie gerufen. Nein, nein, nein! Oh, tschüss. Fahrscheine bitte. Das war's. Na, du natürlich, du kommst natürlich. Das war dein letzter Wille. Da kommt der nächste. Oh, hör mal. Keiner greife ich von hinten an, das ist mein Job. So, kommt jetzt noch was? Nö, da kommt nichts mehr. Gut, erledigt. Ach, da kommt noch einer. Okay. Habt ihr die Hosen voll, Jungs? Oh oh.
glaube, ich sollte entkommen. Tja, da gab es wohl einen außerplanmäßigen Halt. Nach unten klettern. Okay. Upsi. Dann lass uns auch. So, weiter geht's. Ein bisschen da runter schauen, ne? Ab. Mal da rüber. Na hier. Da. Okay, Checkpoint erreicht. Sehr gut. Und tschüss. Nächstes Mal gehe ich zu Fuß. Ja, verstehe ich. So, Sequenz 1 samt dem Getriebe abgeschlossen. Und das sehen wir uns, wie es dann weitergeht. Moment. In der nächsten Folge an, würde ich sagen. Wenn das irgendwie funktioniert. Wenn ich jetzt gerade ein Checkpoint habe. Ja, perfekt. Na, ich würde jetzt gerne mal so ein bisschen in Richtung Feierabend gehen. Halten Sie L und R2 in Richtung des Heuhaufens, wenn Sie auf einen hohen Vorsprung drücken, Sie dann, um einen Todessprung auszuführen. Aha. Das checkt wir uns jetzt wahrscheinlich durch. So, jetzt sind leider irgendwie gerade noch... Ach, der speichert, glaube ich, jetzt ja. Genau, dann würde ich sagen, trotzdem machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit Assassin's Creed Syndicate.